So, wir sind jetzt auf Koran angekommen und jetzt ist heute vom Hostel, machen die hier so einen Ausflug zu Banana Beach und mal irgendwas Beach und da habe ich mich jetzt direkt angemeldet und jetzt geht's gleich los dahin. Habe ich mich im Hop-Hostel einquartiert. Und es hat vor 4 Wochen erst aufgemacht, alles ist nagelneu, es ist echt voll das luxuriöse Hostel, total ungewöhnlich. Das Highlight ist die Dachterrasse. Morgen. So, heute sind wir um 5.30 Uhr aufgestanden und hatten so eine Backpack-Tour gebucht mit 5 Leuten maximal zu so Inseln und verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Und es war gestern Abend, haben wir nochmal gefragt um 9, ob das klar geht, weil die machen es halt nur mit 5 Leuten und da waren 4 Leute und die haben dann gesagt, ja, sie machen es. Dann waren wir heute Morgen da und dann sagt die halt so, ja, die anderen 2 haben leider gestern abgesagt und die Tour findet nicht statt. Also machen wir heute keine Bootstour, sondern fahren ein bisschen mit dem Roller über die Insel.
wir haben jetzt ein Private Boat gemietet und ja, ich habe dann im Hostel so Leute angesprochen und da haben wir wirklich jetzt noch 3 Leute gefunden, die mitgehen. Also haben wir zu fünft das Boot für 2.500. Die wollte dann natürlich wieder, als sie gehört hat, dass wir 5 sind, hochgeben im Preis, aber ich hatte halt extra vorher gefragt. Geht halt gar nicht. Hat sie dann auch gemacht. Aber ja, es ist jetzt halt viel billiger, als wir es eigentlich wollten und wir können jetzt halt Private Boat machen, was wir wollen. Der Kanyangansee ist halt cool, weil das ist halt Süßwasser mit ein ganz bisschen Salzwasser und also man schmeckt es halt voll krass und der Auftrieb ist halt viel weniger. Leider ist da irgendwie ein Unfall passiert, da gibt es verschiedene Geschichten. Die eine Geschichte ist, dass irgendwelche Russen verschwunden sind beim Schwimmen und andere ist, dass irgendwelche Tschechen Freediving gemacht haben da und ertrunken sind. Auf jeden Fall ist da jetzt halt so eine Absperrung, dass man halt nur noch ein ganz kleines Stück schwimmen kann und da, wo man eigentlich hinschwimmen will, wo es richtig geil ist, da darf man jetzt halt nicht mehr hinschwimmen. Das ist halt ein bisschen schade und deswegen ist halt auch auf diesem kleinen Bereich ist es halt ziemlich voll. Ansonsten ist der Platz ist halt geil, aber so ja, ist das Erlebnis halt ein bisschen getrübt. Aber das berühmteste Kanyangansee halt für sein super klares Wasser und da kannst du halt echt das 11 Meter tief und du kannst halt auf den Boden gucken. Ich bin immer noch auf Koron, 5. Tag und ja, ich wollte jetzt spontan heute die Fähre nehmen, aber es hieß, dass die gecancelt sind wegen Tiefdruckgebiet und ja, wie man hier sehen kann, ist halt, hier ist Bombenwetter, ja, aber dieser Messpunkt ist halt in Puerto Princesa, das ist weiter unten im Süden oder in der Mitte von Palawan. Die nächste große Stadt. Und wenn da halt Tiefdruckgebiet gemessen wird, dann fahren keine Fähren. Also kommt man heute nicht von der Insel weg. Und ja, jetzt haben wir nochmal einen Tag hier. Bisschen chillen, nochmal einen Strand angucken und Hot Springs. Jetzt sind wir unterwegs mit dem Tricycle nach Cabo Beach von Coron und wir bleiben da irgendwie 2 Stunden und wollen dann noch an die Hot Springs gehen und bleiben dann nochmal 2 Stunden. Dafür haben wir jetzt irgendwie nach ein bisschen verhandeln 600 Peso bezahlen wir dafür. Und ja, die Straße ist so mittel. So, jetzt sind wir bei den Hot Springs auf Coron. Jeder schwärmt davon. Soll 40 Grad warm sein und soll voll geil sein, darin zu chillen. So, heute scheint es zu klappen. Wir sind hier im Terminal und die Fähre geht wohl. Also wettermäßig ist gut genug.
Ich bin gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie viele hier. Es gibt halt die Fast Ferry und die Slow Ferry. Und ich glaube, die meisten nehmen halt die Fast Ferry. Wir haben halt die Slow Ferry jetzt gewählt, weil uns gestern gesagt wurde, die fährt eher als die Fast Ferry.